Herzlich willkommen am Lauerhaus. Salve. Welcome an der Lauerhaus. Bienvenue au Lauerhaus. Welcome to Lauerhaus. Das ist unser Lauerhaus. Wir schauen ihn uns zusammen an. In Klasse 5 beginnt das gemeinsame Lernen, in dem jeder auf seinem Niveau am Unterricht teilnehmen kann. Unter anderem haben wir hier an der Schule die Paten- und Streichrichtungs-AG. Die Paten sind ab der 7. Klasse für die 5. Klasse zuständig und begleiten sie das erste Schuljahr. Inklusion bedeutet für uns Anerkennung von Vielfalt. Alle Schülerinnen und Schüler, egal ob mit oder ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, werden an unserer Schule bestmöglich gefördert und gefordert. So kommen zum Beispiel für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation besondere Hilfsmittel zum Einsatz, die eine Teilhabe am Unterricht ermöglichen. Der Blick auf das einzelne Kind ermöglicht uns natürlich, besondere Begabungen zu entdecken. Frei nach dem Motto, entdecke, was in dir steckt, begeben sich unsere Schülerinnen und Schüler auf eine Entdeckungsreise und werden dabei tatkräftig durch alle Lehrkräfte unserer Schule begleitet. Durch die Planung und Herstellung von Speisen lernen die SchülerInnen den besonderen Stellenwert von Lebensmitteln kennen. Gerade in den Wahlbereichen, sowie zum Beispiel den Schülerfirma Catering, sowie das Schülercafé, können die SchülerInnen, Eltern sowie Lehrkräfte Hand in Hand arbeiten. Neben einem sehr vielschichtigen und abwechslungsreichen AG-Angebot im Rahmen unseres Ganztages an der Schule achten wir auch auf eine sehr ausgewogene Palette an Mittagspausenangeboten. Hier ist es so, dass wir darauf achten, dass die Schüler im Rahmen von Anspannung und Entspannung für jeden das Geeignete finden. Unsere Schülerinnen und Schüler können sich beispielsweise in unserem Fitness-OA so richtig auspowern und ihre Kräfte messen. In der Bücherei hingegen finden Sie eine Insel der Ruhe und können dabei lesen oder sich Bücher für zu Hause ausleihen. Die SchulsozialarbeiterInnen bieten bei Bedarf Klassentrainings an, die das Ziel haben, eine Klassengemeinschaft intensiv zu stärken, um ein friedvolles und respektvolles Miteinander auf Dauer zu gewährleisten. Wir sind eine zertifizierte MINT-Schule, das heißt, bei uns spielen die Naturwissenschaften eine sehr große Rolle. Wir sind hier mit neuen Räumlichkeiten perfekt ausgestattet. Wir machen in den Naturwissenschaften einen entdeckenden und forschenden Unterricht und wir wollen die Fächer erlebbar machen für unsere Schülerinnen und Schüler und damit die Begeisterung wecken. Um die besonders talentierten Schüler zu fördern, haben wir Vorderkurse, Jugendforschkurse, Vertiefungskurse, Projektkurse, also ein vielfältiges Angebot. Neben Mathe, Deutsch und Englisch gibt es ein weiteres Hauptfach, das Wahlpflichtfach. Man kann wählen zwischen WAF, Wirtschaft und Arbeitswelt. Das beinhaltet Wirtschaft, Technik und Hauswirtschaft. Das Fach Darstellen und Gestalten. Naturwissenschaften gibt es noch oder Niederländisch. In unserer Schule können wir zwischen verschiedenen Neigungskursen wählen. Zum Beispiel zwischen Kunst und Design, Sporthelfer und Jugendforsch. In Jugendforsch kann man dann verschiedene naturwissenschaftliche oder technische Projekte machen. Mit diesen kann man dann an Wettbewerben teilnehmen. Dadurch werden verschiedene Fähigkeiten gefordert und gefördert und neue Interessen entdeckt. Dazu haben wir noch ganz viele unterschiedliche Geräte zur Verfügung, wie zum Beispiel den Lasercutter. Insgesamt bekommen wir für unsere Projektideen die Unterstützung, die wir brauchen. Wir haben am Lauerhaus ein ganz besonderes Schulprogrammelement, das heißt Lauerhaus ausgezeichnet. In jedem Jahr ehren wir Schülerinnen und Schüler. Zum einen für ihre Leistungen, für ihre besten Zeugnisse, die sie bekommen, und zum anderen dafür, dass sie sich sozial engagieren. Sozial engagieren bedeutet für uns, sich für andere einsetzen, Verantwortung für die Schulgemeinde übernehmen und zum Beispiel ukrainischen Schülerinnen und Schülern über die ersten Wochen am Lauerhaus hinweg helfen. In unseren AGs und DG-Kursen fördern und fordern wir das musikalische und künstlerische Talent unserer Schülerinnen und Schüler und machen fit für die Bretter, die die Welt bedeuten. Zum Beispiel am Ende des Schuljahres beim Wiedersommer. Wir an der Gesamtschule am Lauerhaus bieten hier unterschiedliche Sportfeste an für alle Jahrgänge. Über ein Volleyballturnier bis hin zum Basketballturnier oder sogar ein Völkerballturnier. Wir wollen natürlich damit über den regulären Sportunterricht auch die Bewegung fördern, den Teamgeist, das Mannschaftsgefüge. Das ist uns hier natürlich super wichtig.
Hier in unserem Birkenzauberwald kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass bei uns am Lauerhaas Kunst ganz groß geschrieben wird. Und nicht nur hier, sondern auch in unzähligen anderen Projekten können sich die Kinder kreativ betätigen. Auch unter anderem später in Neigungskursen, die im Laufe der Schulzeit gewählt werden können, als da wären Kunst und Design, Mode und Textil oder Webdesign. Ich bin Teil unseres KOA-Teams. KOA steht für keinen Abschluss ohne Anschluss. Und wir kümmern uns um die berufliche Zukunft unserer Schüler. Wir organisieren die Potenzialanalyse, die Berufsfelderkundung und organisieren auch die Praktika und tun dies in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit. Ja, bei allen Fragen rund ums Thema Ausbildung, Studium, Praktikum oder auch Übergangsmöglichkeiten bin ich für die Schülerinnen und Schüler hier im Lauerhaas da. Wir hier an der Oberstufe am Lauerhaas haben die Möglichkeit, mehr selbstständig zu arbeiten und eigenständig zu lernen. Aber wenn es nötig ist, kriegen wir trotzdem noch genug Unterstützung von unseren Lehrern. Außerdem haben wir eigene Oberstufenräume, in die wir uns zurückziehen können, um dort was mit Freunden zu essen oder auch zu lernen.